vorgestellt. Tropico 6 mit der Vorschau Nummer 5. Wir sind im Kapitel 5 des Tutorials angelangt, fortgeschrittenes Gameplay. Unsere letzte Station für Tropico. Und ja, schauen wir mal rein, ne? Tropicoland haben wir hier wieder. Schickes Bild. Da unten gibt's einen Tipp. Ladebalken. Ja. Dauert einen kleinen Moment, aber haben wir gleich. Schauen wir mal, was unser... Hey, der Gedanke daran, dass Leute eure Steuern nicht bezahlen, macht Penultimo krank. Was Penultimo uns sagt, aber das habt ihr gerade gehört, wenn es denn so weit drüber gekommen ist, aber steht ja auch immer da. Aber ihr werdet es nie verhindern können, wenn ihr nicht darüber lernt, schätze ich. Schließen Sie alle Tutorialaufgaben ab, 5 Stück an der Zahl, wir gehen in die erste, unterdrückte Bürger werden Rebellen und treten später Guerillakämpfern bei, die planen, sie zu stürzen. Arbeitslosigkeit spornt die Leute zur Kriminalität an und zieht so Geld aus dem System. Ausländische Spione, die von den Supermächten eingesetzt werden, unterstützen die Guerillakämpfer. Rebellen, Verbrecher, ausländische Spione und Schlimmeres, alle haben eines gemeinsam. Anfangs verschleiern sie ihre wahre Identität. Alle von ihnen können Schaden anrichten, also ist es ein guter erster Schritt, sie zu enttarnen. Schutztürme werden zufällig die verborgenen Rollen von Bürgern in der Nähe aufdecken, während Kontrollpunkte jedes Fahrzeug überprüft, das sie passiert. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kontrollpunkt, da brauchen wir 2 von, bauen Sie auf der zentralen Insel Kontrollpunkte neben Parkdecks. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Schutzturm, 2 Punkte, bauen Sie auf der zentralen Insel Wachtürme in Wohngebieten. Die verborgene Rolle Rebell aufdecken und die verborgene Rolle Verbrecher aufdecken. Okay. Gut, dann gehen wir wieder ins Baumenü, gehen hier oben auf, wie heißt der Reiter? Überfälle und Militär und gehen auf Kontrollpunkte. Und dann sollen wir den Kontrollpunkt hier bauen. Gibt es hier denn ein Parkdeck? Im Endeffekt ist, ach so, der kommt da sogar auf die Straße. Jetzt hauen wir den einfach da hin und fertig. Dann kommt das nächste, noch ein Kontrollpunkt und den sollen wir auch wieder dahin machen. Ja, gute Frage, wo setzt man den zweiten hin, ne? Ach, setzt man den einfach hier hin, oder? Oder zum Hafen? Den machen wir dahin. Und dann brauchen wir noch einen Schutzturm. Und den sollen wir auch noch da hinstellen, okay. Ah, hier ist ein schöner Punkt, ne? Machen wir den noch da hin. Und ein weiterer Schutzturm. Ah, da brauchen wir nicht 2 Punkte, sondern 2 Schutztürme sollten wir dafür machen. Dann machen wir den da hin. Gut. Jetzt müssen die noch gebaut werden. Die Kontrollstellen. Zufällige Durchsuchung. Die sind schon fertig, ne? Denke ich mal. Er ist ja hier schon nicht mehr aufgeführt, ne? Kommt, zack, schneller Bau. Schneller Bau. Wir haben ja ein bisschen Geld auf der Kante, ne? So, Aufgaben abgeschlossen, 0. Rollen aufdecken. Da steht jetzt nichts, was ich machen muss. Ja, da weiß ich jetzt nicht, was Rollen aufdecken ist. Ja, weiß nicht, steht hier jetzt nichts, ne? Rollen aufdecken, Rebellenbedrohung, Mittel. Der Turm noch irgendwie was? Ah, da kommen schon mal Leute rein. Okay, 3 jetzt, ist besetzt. Vielleicht
Geht's dadurch auch voran? Die Formelrolle aufdecken. Okay, das fehlt uns noch. Den müssen wir die noch rausfinden, wo die sind. Okay. Okay, das ist auch weg. Aufgaben abgeschlossen. Also der nächste. Abgesehen von Festnehmen, Töten und Bestechen können Sie einzelne Bürger auch einsetzen lassen. Eine Interaktion sind nur für Bürger mit bestimmten Rollen verfügbar, wie beispielsweise Rollen Rebellenanführer oder Verbrecherbosse. Aber seien Sie sich der möglichen Konsequenzen bewusst. Die Zielpersonen und Ihre Familie werden Sie sich an das erinnern, was Sie getan haben. Genau wie Verbrecher verlieren auch Rebellen ihre Rolle nie von allein. Dementsprechend sind die tickende Zeitbomben, solange Sie auf freiem Fuß sind. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Ehrenanstalt und bauen Sie auf der Wasserfallinsel eine Ehrenanstalt. Weihen Sie einen Rebellen in der Anstalt zu. Okay. Jetzt brauchen wir die Wasserfallinsel. Das ist hier Medizin und oder Dienstleistungen nennt sich das. Wir müssen jetzt zur anderen Insel hier. Und dann soll ich hier hinbauen. Zack, da ist es. Und zack. Nee, das ist falsch. Zack. Schnellbau. 3750, fertig. Haben wir. Jetzt müssen wir einen Rebellen in die Anstalt einweisen. Besondere Bürger. Rebellen. 5. Einweisen. Okay. Haben wir wohl schon geschafft, oder? Rebellen werden von der Polizei nicht festgenommen, weil sie keine unmittelbare Bedrohung darstellen. Falls ihre Zahlen allerdings irgendwann gewachsen ist, werden sie in einem konzentrierten Angriff auf eines ihrer Gebäude durchführen und es anzünden. Danach verlassen die Angreifer die Gesellschaft und werden zu Guerillakämpfern. Wenn Rebellen angreifen, können sie die Kameras über die entsprechende Newsfeed-Nachricht zu ihrem Ziel bewegen. Erleben sie einen Rebellenangriff. Öffnen sie Militärstärke Inforaster. Sie können sich das Militärstärke Inforaster ansehen, um Schwachpunkte in ihrer Verteidigung aufzudecken. Jegliche Angreiferkräfte hier am ehesten dort, wo die Verteidigung am schwächsten ist. Okay. Gut, Rebellenangriff. Das Kamerasymbol. Die Guerillas legen eine Bombe. Wow. Das bedeutet, wir müssen hier noch ein bisschen was ausbauen, oder? Ich muss erstmal den Dingens hier, den Rebellenangriff wahrscheinlich angucken hier. Er ist der Beste hier, wa? Sind auch so schicke Hütten, ne? Müsste man mal für Bewohner was bauen, ne? Aber das ist ja jetzt nicht das Entscheidende. Trefferpunkte. Ziel ist das Kraftwerk, okay. Oh, die sind jetzt wohl weg, oder was? Ach, die Guerillas wurden besiegt. Okay, habe ich keinen Angriff erleben dürfen. Ne, da, Militärstärke. Okay, hier sehe ich natürlich nichts, weil da nichts ist. Aber hier, wo die Kameras sind, da müsste man noch was sehen, oder? Ah, ne, auch noch nicht mal das. Okay. Der Almanach bietet eine Übersicht über die geschätzte Stärke und die Dringlichkeit der Rebellenbedrohung. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie sich die Guerillakämpfer stark genug fühlen, um gegen Ihr Militär zu bestehen, kommt es zu einem umfassenden Aufstand mit dem Ziel, den Palast zu zerstören und Ihre Herrschaft zu beenden. Wenn Ihre Streitkräfte aber stark genug sind, versuchten Sie es vielleicht gar nicht erst. Militärgebäude setzen entweder mobile Truppen ein, die sich den Angreifern entgegenstellen, oder kümmern sich mit montierten Waffen selbst um Greifer in der Nähe. Öffnen Sie den Rebellenmarsch, überprüfen Sie die Informationen über die Rebellion im Reiter Konflikte. Schutzturm bauen 2, bauen Sie auf der zentralen Insel zusätzliche Wachtürme. Besitzen Sie ein Gebäude des Typs Kaserne. 01, bauen Sie auf der zentralen Insel eine Kaserne. Okay, dann wollen wir mal loslegen, ne? So, ab im Almanach, Konflikte angucken. Rebellenbedrohung ist Mittel 5. Okay. Dann gehen wir auf das und bauen unsere 2 Wachtürme. Müssen wir hier nochmal bauen, okay. Dann würde ich das mal hier machen wollen. Achso,
Der will das da nochmal und da nochmal. Und dann soll ich das nochmal hier machen, ne? Also der wird ja schon da gebaut. Da haben wir einen und da haben wir einen. Das würde bedeuten, ich würde noch einen hier hinbauen. Nein, nicht rechtklicken. Rechtsklicken macht das Menü auf. So, dann bauen wir die beiden Türme. Sind fertig. Jetzt brauchen wir die Kaserne noch. Die sollen wir auch noch bauen. Und auch in diesem Bereich. Dann bauen wir die Kaserne mal hier hin. Nicht rechtsklicken, sondern linksklicken. Und dann bauen wir die schnell. Und da ist sie fertig. Trotz ihrer Aufrüstungsbemühungen starten die Rebellen einen Aufstand. Ihr Zielgebäude wird mit einem schwebenden Symbol markiert. Genau dorthin bewegen sich auch ihre mobilen Truppen, um bei der Verteidigung zu helfen. Die Türme wird automatisch koordiniert, wenn es mehrere Ziele gibt. Sie können keine Ziele manuell als Priorität markieren, damit sich ihre mobilen Truppen dort konzentrieren. Können eines, nicht keines. In Kriegszeiten meiden Touristen, Truppiker und Zivilisten fliehen vor feindlichen Truppen. Besiegen sie die angreifenden Rebellen. Okay. Wenn diese Rebellen so versessen auf eure Aufmerksamkeit sind, sollten sie wie alle anderen einen Termin ausmachen. Doch die Gefahr, die von gewaltbereiten und schwer bewaffneten Guerillas ausgeht, sollten wir nicht unterschätzen. Auch dann nicht, wenn sie per Fernstudium trainiert wurden. Bitte tragen für ein paar Tage eure kugelsichere Perücke, Präsidente. So, da ist das Gebäude, was ausgewählt ist. Das ist also unser Palast. Überleben sollen wir. Schaden, hohe Priorität haben wir nicht. Aber ich würde mal sagen, wir brauchen jetzt hier Leute, ne? Angreifer. Ist ja schon dann aktuell. Denkt daran, dass ihr ihre Sicherheitsinfrastruktur bauen könnt, um aufzudecken, was die Leute von euch verstecken wollen. Zum Beispiel, dass sie Kriminelle sind oder Rebellen oder hässliche Unterwäsche tragen. Und wenn alles andere fehlschlägt, ist das Militär immer bereit, das Feuer während eines Aufstands oder Cincho de Mayo-Festlichkeiten zu eröffnen. Keine Sorge, Präsident, er hat immer Zeit für euch. Er vertraut ihm nicht. Er liebt nur das Geld. Penultimo ist der Einzige, der euch das für das liebt, was ihr seid. Schließen Sie die Tutorialaufgabe ab. 4 Stück. Sie besitzen ein persönliches semi-illegales Schweizer Nummernkonto. Und dann gibt es da noch diese eine Person, die nicht etwas von Ihnen verlangt und die Sie nicht urteilen wird. Den Broker. Der Broker wird ab und zu mit einer freundlichen Anfrage kommen. Sie können diese komplett ignorieren oder sogar ohne Konsequenzen ablehnen. Aber wenn Sie sowieso mit Ihren eigenen Plänen übereinstimmen, sind diese Anforderungen der beste Weg, um Ihr Schweizer Nummernkonto zu füllen. Schließen Sie eine Brokeraufgabe ab. Okay. Was muss ich tun? Die muss jetzt erst kommen, oder wie sehe ich das? Es gibt hier keine Rebellen. Was bringt Macht, wenn sie nicht genutzt wird? Sie würde verkümmern wie ein Muskel, den man nicht einsetzt. Katastrophe. Katastrophal. Ich weiß, dass Sie nichts von Ihrer Macht verlieren möchten, Präsident. Sie haben so hart gearbeitet, um zu kriegen, was Ihnen eindeutig zusteht. Aber Sie haben so viel Macht, dass ich mich frage, ob Sie eine kleine Tasse Macht für Ihre Nachbarn entbehren können, die sich eine kleine Sitze nur wünschen. Okay, Atomwaffentest. Nee, das ist der Broker. Doch, das muss ich dann ja machen. Okay, Dollars. S-Dollars. Nehmen wir das an. Erlassen Sie Atomwaffentests. Sicher gefallen, besonders wenn sie ihnen sagen, dass es ihre Haut zum Strahlen bringt und ihnen den Friseurbesuch erspart. Jeder weiß, dass wir uns im Atomzeitalter befinden und wir wollen ja nicht, dass Tropico zurückbleibt, oder? Sie erhalten 100.000 Dollar, verrechnet den Ruf bei jeder Fraktion um 15, erhöht den Wert der Gesundheitsversorgung bei den Bürgern sterben können um 10. Diese Verordnung kann nur einmal erlassen werden. Jo, soll man ja machen, ne? Okay, die war jetzt nicht so toll. Ich mache immer gerne Geschäfte mit Ihnen, Präsidentin. Haben wir gekriegt.
Wundern Sie sich für Sie ein schwarzer Nummernkonto benötigen? Nun, es gibt Dinge, die man mit gewöhnlichem Geld nicht kaufen kann. Und zufälligerweise kann ich Ihnen auch hier den Broker weiterhelfen. Von Zeit zu Zeit wird er Ihnen eine Auswahl an Leistungen präsentieren, aus dem Sie eine auswählen können. Diese bezahlen Sie mit dem Geld Ihres Schweizer Nummernkontos. Genau wie die Anfragen sind auch die Angebote des Brokers nicht verpflichtend. Die Übersicht im Almanach zeigt dauerhaft den aktuellen Kontostand des Schweizer Nummernkontos an. Belegte Brokerangebot aktivieren, okay? Ja, Schweizer Nummernkonto ist aber mittlerweile ja auch schon über, ne? Sorgen Sie sich warum und weshalb, ehrlich, dieser Zeitdruck ist komplett nebensächlich. Ich habe mich um alle wichtigen Kümmern noch, bevor es relevant wird. Und natürlich verwischen ich meine Spuren. Für welche Sorte eines kompletten seriösen Geschäftsmanns haben, halten Sie mich? Soll ich jetzt freischalten? Ach, beliebiges. Och, machen wir ein überzeugendes Gespräch, oder? So, Aufgabe erfüllt. Manche müssen sie auf ungewöhnliche Methoden zugreifen, um ihre Ziele zu erreichen. Zum Beispiel dann, wenn sie Jäger einsetzen, um die Drecksarbeit zu erledigen. Piraten, Kommandotruppen, Spione und Hacker, alles von ihnen stammen aus einem bestimmten Zeitalter und haben ein spezielles Gebäude. Während sie arbeiten, erzeugen Jäger Überfallpunkte, die sie benötigen, um die Jäger auf Missionen zu schicken. Sobald eine Mission beginnt, sammeln sie die Jäger und verlassen Truppe für eine Weile, bis sie erfolgreich zurückkehren. Besitzen sie ein Gebäude des Typs Piratenbucht? Überfallpunkte erzeugen 2000, schließen den Überfallschatzjagd ab. Jedes Überfallgefordert ist auf ein Gebiet spezialisiert, so gehört beispielsweise Ressourcen, Militärspionage und Datenmanipulation. Das spiegelt sich auch in der verfügbaren Mission wider. Und jetzt müssen wir die Bucht bauen. Piratenbucht. Kann ich sehen, wo ich das hinbauen soll? Achso, das lässt sich so drehen. Sehr interessant. Wo muss ich die denn hinbauen? Hier nicht bei uns, oder? Ich sehe nirgendwo einen Pfeil, der mir anzeigt, wo ich das bauen soll. Hier geht's nicht. Jetzt ein bisschen doof, ne? Ich weiß nicht wohin. Ungültiger Bodentyp. Platzbereit belegt. Muss auf einem Strand. Ja, ist schon klar. Und Goldin. Wo sollten das jetzt hin? Oh, warte, da war's. Ach, das ist der Zugang. Alles klar, ich dachte, da legen die Schiffe an. Ja, komm, dann gehen wir weiter nach hier hinten irgendwo hin, oder? Zack. Das ist wieder der falsche Klick gewesen. Wir wollen diesen Klick. Und dann haben wir die Aufgabe da abgeschlossen. Was war denn noch angefragt? Keine Straße. Okay, dann machen wir noch eine Straße erstmal. So. Okay, auf der, ja, okay, da kommen schon Leute rein. Überfallbildschirm öffnen.
Keine Ahnung, was wir da machen müssen. Ich schätze mal, erstmal müssen die Leute da sein, oder? Ah, einer ist schon da. So heißt es wohl. Cool, wa? Ah, es kommen schon Punkte rein, wie wir gerade sehen. Da brauchen wir gar nicht groß kümmern. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, aber ist so. Also irgendwas machen die da, ne? Zack. Zack. Und dann können wir gleich irgendwann einen Überfall machen, ne? Drittel haben wir schon durch. Hälfte. Oh. Passiert nichts mehr. Warum passiert da nichts mehr? %50 unbenötigte Bildung, ungebildet Lohn, 8. Wie kriege ich denn da mehr hin? Ja, Überfallbildschirm öffnen dann. Oh. Ach, jetzt steigt es mir mal wieder. Okay. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie es besser wird oder schlechter wird. Drei Viertel haben wir. Sieben Achtel. Jetzt geht's los. Und wir haben die Punkte erreicht. Was müssen wir jetzt machen? Überfälle. Schatzjagd. Okay. Haben wir gemacht. Also, die können wir wahrscheinlich nur da sehen, ne? Ach so, hier sehen wir sie, den Fortschritt. Ah, da, Piraten sammeln sich, oder was? Okay. Aber man kann nur eine Piratenbucht haben. Ja, ich bin jetzt mir nicht sicher, was gerade passiert. Schließen Sie den Überfall Schatzjagd ab. Ja, ich bin mir nicht sicher, wie wir da jetzt vorgehen müssen, dass es klappt. Ich glaube, wir müssen erst Punkte generieren, kann das sein? Aber wie komme ich da dran? Okay, das können wir abbrechen. Das breche ich auch mal gerade ab. Ja, ich sehe leider nicht hier einen Fortschritt jetzt. Wir haben nur 7 Überfallpunkte, das ist unser Problem gerade. Mehr Geld. Überfall endet in circa 9 Monaten. Wow.
Kann ich das abreißen? Wahrscheinlich nicht. Das war wohl mein Werk, dass ich das falsch gemacht habe, ne? Hm. Effizienz ist 100%, toll. Okay, da kann man sogar was wechseln. Aber ich kriege die Überfallpunkte nicht zusammen. Das ist mein Problem gerade. Wie komme ich jetzt an Überfallpunkte? Wahrscheinlich, weil die gerade alle auf einer Mission sind, geht das nicht. Ah, endet in einem Monat. Das kriegen wir auch noch hin. Ach, das wandert ja immer monatlich. Alles klar. Endet sehr bald. So, jetzt lass es mal zu Ende sein. Da kommt aber nichts zu. Kann da mal einer mal sagen, wann das hier zu Ende ist? Das ist ja komisch. Ja, passiert da noch was? Wir haben schon höchste Spielgeschwindigkeit. Geld kommt rein, ne, wie wir sehen. Aber hier geht nichts voran, das ist unser Problem gerade. Arbeiter feuern kann ich auch nicht. Kann auch nicht mehr Geld reinschmeißen. Wenn ich das abreiße. Hier geht erstmal nichts. Jetzt bauen wir hier nochmal das Neue, will ich hoffen. Ja, geht. Und dann nicht rechts klicken, sondern links klicken. Schnell bauen. Jetzt kommen die Leute rein. Ich hoffe, dass jetzt das Lager gefüllt wird, weil wir das eben was falsch gemacht hatten, ne? Hm. Tut sich nichts, ne? Schatzjagd wollen wir machen. Ah, da kommen die Überfallpunkte rein jetzt. Ja, jetzt passiert hier was. So, das sieht man wohl nur auf der Karte, oder was? Wie, das weg. 1355 Überfallpunkte brauchen wir dafür, okay. Und warum passiert da nichts? Zeit ist schnell, aber die Punkte werden nicht mehr. Ach, da kommt noch einer rein gerade. Vielleicht geht es dann schneller. Da läuft ja auch noch einer rein. Hat es mit den Leuten zu tun, dass die da sein müssen, damit wir da 100% kriegen? 1290 wären das. Hm. Kann ich mir jetzt gerade nicht so richtig erklären. Ja, ich krieg den Überfall nicht abgeschlossen. Warum nicht?
Kann ich das Ding ausbauen? Irgendwo konnte ich das doch gerade eben ausbauen. Effektivität. Ne, wo war das hier? Jetzt verbessern wir das. Endet in circa 2 Monaten. Der ist aber noch da. Überfall endet in circa 1 Monat. Irgendwas habe ich verpeilt dabei, ne? Ich hätte die ersten 2000 Punkte dafür benutzen müssen, wahrscheinlich. Während Jäger auf einer Mission sind, okay. Ja, jetzt habe ich das gleiche wieder, ne? Das ist irgendwas im Argen hier. Ich kann es auch nicht umstellen, wie man gerade gehört hat. Ja, da habe ich wohl irgendwas falsch gemacht, ne? Ich komme nicht an weitere Überfallpunkte, das ist mein Problem. Ich kann auch keine zweite Schatzbucht bauen. Kann ich die denn irgendwo hinschicken? Ah, die Mission ist abgeschlossen, ohne dass die Punkte liefen. Keine Ahnung, was das für ein Bug war. Das Beste, was Jäger erreichen können, ist der Diebstahl von Weltwundern aus dem ganzen Welt. Im Gegensatz zu normalen Überfällen dauert an diesem sogenannten Rauber länger und erfordert von ihnen, dass sie die Jäger bei ihrer Mission mit Ressourcen und mehr Zeit unterstützen. Jede Weltwunde hat individuelle und mächtige globale Effekte. Abgesehen davon lieben Touristen Weltwunder einfach und selbst Turbikaner möchten sie mindestens einmal in ihrem Leben sehen. Leider gehören die meisten Wunder zu bestimmten Supermächten, denen es nicht sonderlich gut gefällt, beraubt zu werden. Die verschiedenen Jägertypen verfügen jeweils über eine eigene Liste mit raubbaren Weltwundern. Jede Gruppe kann nur ein Wunder pro Spiel stehlen. Beginnen Sie den Raub von Stonehenge und schließen Sie ihn ab. Stonehenge bauen. Aha. Ja, dann. So, jetzt machen die das, oder was? 3645 Überfallpunkte habe ich jetzt wohl, oder was? Und brauche nur 1355. War das ein Anzeigefehler, oder was? Ja, da weiß ich jetzt auch nicht, was ich daraus noch machen soll. Es ist ja hier einfach nur warten, ne? Oder was ist das? Ich kann ja nichts machen. Mehr Geld geben geht auch nicht. Das habe ich schon gebaut oder kann es nicht bauen. Doch, habe ich schon gebaut. Alles klar. Ja, das ist jetzt ein doofes Tutorial, weil man da jetzt nur warten muss, bis da was passiert. Oder wie sehe ich das? Das ist ja nichts Tolles, oder? Es dauert jetzt noch 4 Monate, steht da. Ja, bringt mich nicht weiter, ne? Circa 1 Monat. Es muss hier irgendwann eine Meldung kommen, dass sie es geklaut haben, oder was? Sehr bald. Da ist nichts bei. Jetzt haben wir den Stonehenge Rope hinter uns, oder? Nee. Ja, das ist jetzt irgendwie komisch.
Okay, das kann ich jetzt noch nicht mal mehr auswählen. Der Raub ist im Gange, okay. Sehe ich aber leider nirgendwo. Schwierig, ne? Ach so, Überfall endet in circa 24 Monaten. Da wird wieder was angezeigt. Alles klar. Wir haben auch wieder schnelle Zeit laufen. Ja, es zieht sich wie Kaugummi gerade so ein bisschen, ne? Ist jetzt nicht so prickelnd. Aber was willst du machen? Ist halt so. Jetzt müssen wir schauen, dass wir das noch hinkriegen. 21 Monate, das dauert natürlich jetzt. Wie sieht's aus? Wir haben immer Einnahmen, das ist alles gut. Können wir zwischendurch mal was bauen, so eine Hütte oder sowas? Brauchen wir noch ein paar Baracken? Ja, geht. Nein, wir müssen den anderen Klick machen, wenn. Können wir nochmal bauen, ne? Achso, man kann immer nur einmal klicken und dann bauen. Das ist ein bisschen doof, dass man da nicht so mehrere bauen kann. Oder kann man ziehen? Ne, kann man auch nicht. Das ist schon fertig. So. Wie viele wohnen da jetzt schon? Viele. Ja, ist ja nicht schlecht, ne? Jetzt müssen wir gerade noch mal gucken, was unser Piratennest macht. 14 Monate noch. Dauert noch. Eine Baracke. Können wir mal ein Haus bauen, oder? Und noch eins geht hier hin, oder? Ne, da ist der Turm im Weg. Geht, ne? Und mal schnell bauen hier. Gut situierte Leute wollten da. Und da auch. Eine Baracke sind dann die armen Leute, genau. Was war da noch? Villa? Luxusvilla. Wer kriegt denn die Luxusvilla? Wir wollten gerade diese Felsen an Bord holen. Da tauchten plötzlich überall Druiden auf. Jetzt müssen wir 720 Tage warten. Also das ist jetzt richtig doof, weil wie wir sehen, macht das keinen Spaß, so lange zu warten, oder? So, was haben wir hier für Leute? Reiche wohnen da. Reiche gibt's hier nicht. Zieht keiner ein. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Landhaus. Landhaus machen wir mal hier hinten hin. Okay. Schnellbau. Und gut situierte sind da auch. Apartmenthaus. Bauen wir mal da hin. Machen das auch schnell fertig. Auch aus dem Boden gestampft. Auch gut situierte. Aber da sind welche schon drin. Sehr gut. Wohnraum ist wichtig, ne? Mietskaserne, ist auch noch was für Arme, oder? Hausanschluss ist da. Siehst du, ist auch was für Arme, passt. So, dann haben wir noch was. Modernes Apartment, moderne Villa. Oh, das ist modernes Apartment. Das bauen wir doch mal hier hinten irgendwo hin. Zack. Wohnraum geschafft. Gut situiert, oder? Ja. Oh, die brauchen viel Strom. Naja, das haben wir erstmal gebaut.
Wir machen unsere Tage. Okay, das dauert noch. Das zieht uns das Ganze jetzt gerade in die Länge. Das ist nicht so schön. Blöd ist, dass ich schon auf schnellster Stufe spiele. Naja. Kosten sind 9.000, Einnahmen sind 3.000. Das ist jetzt nicht so berühmt dann, ne? Obwohl die erwarteten Einnahmen steigen, die Kosten bleiben gleich. Aber es ist trotzdem zu wenig, wie wir gerade sehen. 18, 17, 16. 5.249 war noch ein bisschen mehr geworden. 6.289. Das deckt nicht die Hafenkosten. Was ist denn hier passiert? Okay, habe ich nichts mit zu tun. 553 Tage steigend. Hier wohnen ganz viele Leute, die gut situiert sind. Okay, das passt erstmal. Bauen können wir dann noch. Vielleicht sollten wir hier irgendwie so eine Farm oder sowas mal bauen. Kokosnussernte. Ach, guck mal hier. Hier ist doch schön grün. Bauen wir dann noch eine Straße hin. So, dann freuen die sich auch hier. Ich will keine Straße mehr bauen, lass sein. Und dann machen wir gerade den Schnellbau. Was produzieren die jetzt hier? Kokosnussernte. Steht hier was? Ah, da steht Kokosnüsse. Aber passiert noch nichts. Weil keine Arbeiter da sind, oder wie sehe ich das? Ah ne, die sind doch alle dabei, nur auf Freizeit. Okay. Okay. Hoffentlich schaffen wir das bei der zweiten Runde jetzt. Der Raub ist im Gange. Ja, dann kann ich da auch nichts wieder dran machen, ne? Sehr bald. Ja, gute Frage, was sehr bald wieder bedeutet, ne? Ja, muss da irgendwie eine Nachricht gleich kommen, mehr auch nicht, oder? Also das ist ein bisschen schlecht gelöst, diese Geschichten, weil die ziehen sich ja wie Gummibänder. Frachter ist angekommen. Guck mal, hier hat einer eine Hütte gebaut, wa? Ja. Sie stellen Fragen zu den Arbeitsbedingungen und der Sicherheit am Arbeitsplatz. Der Grog hat zu viel Wasser und zu wenig rum. Wir können ihn nicht ewig strecken, bevor er seinen Durchschlagskraft verliert. Ohne guten Grog werden wir bei unseren eher besonderen Anschaffungen noch weniger Frittschwimmer als wir beraten. Okay, 10.000 ausgeben. Alles tipptopp mit dem Latrischen. Wir würden euch applaudieren, aber dann müsst ihr euch mit dem Klatschen eines Anhängers zufrieden geben. Läuft, ne? Oder auch nicht? Weiß ich nicht. Was machen die Piraten? Sehr bald. Ja, müssen wir mal gucken, dass wir es hinkriegen jetzt mal langsam, ne? Aber das ist ja geskriptet, das ist ja so gewollt, oder? Nur wann klappt's? Komm hier, so Mietskaserne, da war das, oder? Moderne Müller. Ich weiß nicht, was das ist. Das gucken wir erstmal dann an. Conventillo. Ach, das ist auch für Arme. Passt doch. Hier so ein Armenviertel ist das. Sieht aber cool aus, muss ich sagen. Alles so gemacht, ne? Also auch Wellblechhütten hier. Aber ein bisschen besser wie die da wahrscheinlich, ne? Aber die ist jetzt nicht verschwunden, ne?
Vielleicht verschwindet die aber. Einer wohnt da noch. Vielleicht zieht er ja hier hin. Wohnqualität 35 und die ist die Wohnqualität 10. Okay, dann sollte er vielleicht umziehen. Und Mietkosten? Ach, das sind Mittellose. Aha. Dann geht's ja schon mal, ne? Oder was? Stonehenge. Ein Hunch. Wo soll ich das hinbauen? Bitteschön. Egal wo. Ich mach's hier auf diese Insel, oder? Bei der Ehrenanstalt. Hier beim Wasserfall sieht das doch richtig geil aus, oder? Ringe ich in der Tat angesichts der Mühelosigkeit, mit der ihr mein Training beendet habt, erfüllt dich in der Luft. Keuch. Penultimo kann euch nichts anderes bieten als die unendlichen Tiefen meiner Loyalität. Ihr bleibt ein makelloser Exemplar der Führungsperfektion. Also lasst uns keine Zeit verschwenden. Machen wir uns wieder dran, euch so reich und mächtig zu machen, wie nur es zu sein verdient, Präsident. Gut. Ja, und das war Tropico. Come and visit. Ja, sind wir durch mit dem Tutorial. Das heißt, die Vorschau ist beendet. Weiß nicht, ob es da mal vielleicht auch ein Let's Play für gibt. Das muss man dann mal schauen. Wir hatten ja mal eine Geschichte mit dem Balthasar Ender mit zusammen, wo wir das mal gespielt haben. Das waren aber auch nicht ganz viele Folgen. Da war ich schon so schlecht, dass mich das erwischt hat, ne? Gut, okay, dann würde ich sagen, verbleiben wir so, dass ihr in den anderen Vorschauen reinguckt oder andere Projekte euch anguckt. Und ich würde mich bedanken, wenn ihr dann gerne ein Abo abschließt oder auch diesem Video einen Daumen hoch gebt. Wenn ihr die Glocke anmacht, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Und genauso schön wäre es, einen Kommentar drunter zu schreiben, wie ihr davon dieser ganzen Geschichte beeindruckt seid oder sowas, und könnt auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Hier geht gerade hier so eine tolle Rakete hoch und stürzt jetzt ab. Ach nee, zweite Stufe und dann geht's weiter. Alles klar. Ich würde sagen, wir sehen uns irgendwann wieder oder hören uns, und bis dann, macht's gut. Tschüss.